So, einer ist schon tot. Zack, noch zwei. Na, ihr haltet euch aber lang. Okay, war's das? Ja, so angeblich kann man. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie viel haben wir denn hier noch? Ich suche erstmal, wir haben Schwarzeichen mal genug. Wir können also hier noch so einen Vorraum bauen. Lass mal gucken, ob wir alles hier haben. Ja, wir bauen also hier so einen Raum, geradeaus weiter. Da machen wir dann Türen dahin. Ja, den Baum können wir da ruhig stehen lassen. Wo ist denn der andere Setzling? Der hier noch versteckt sein soll. Ich habe nur drei bisher. Gucken wir mal, so groß ist die Insel ja nicht. Vielleicht habe ich ihn auch schon gesehen und habe ihn nur stehen gelassen. Wenn ich ihn jetzt aber kaputt gekloppt. Ah, da ist er. So, dann werden wir uns mal vier von denen. Wie viel habe ich denn hier überhaupt noch drin? Siebenmal Erdehammer. Okay, das sollte eigentlich klappen. Dann noch die anderen drei. Dann bauen wir uns einen Schwarzeichenbaum. Wo baue ich den mal hin? Würde ich mal sagen, hier. Hier so, ne? So, mal gucken, ob das klappt. Sonst, na, ich glaube, wir werden noch ein bisschen was abbauen. Mit dem Keks bauen wir Erde ab. Das ist auch nur in Minecraft möglich. Möchtest du da zu deinem Freund hin? Wie vermehrt ihr euch eigentlich? So, die Treppe, da können wir dann auch so ziemlich. Ziemlich wieder abbauen, sag ich mal. Wir werden nämlich hier den Raum dann weiter verlängern. Und dann werden wir hier den Abgang im Raum machen, nach unten hin. Dann brauchen wir also nicht mehr rauslaufen. Können wir also auch nachts, ich meine, wir sitzen ja nur nachts rum. Wir wissen inzwischen, wie diese fliegenden Monster aussehen. Das sind also keine Neuigkeiten für uns mehr. So, dann werde ich mal hier den Baum hinsetzen. Vielleicht braucht er hier auch noch Erde, ich weiß es nicht, aber gucken wir mal, ob das jetzt was wird. Dann haben wir sowieso genug Holz. Was ist da hinten? Ja, und das eine Geräusch, was ich nicht identifizieren konnte, und die eine Attacke, die ich da erlebt hatte, bevor diese Fliegemonster kamen hier, war angeblich von einem Kugelfisch. Ja, und Kugelfische sind natürlich relativ. Welches sind eigentlich die Kugelfische davon? Da ist ein Kugelfisch, ne? Das sind mehrere Kugelfische. Das sind kleine Tropenfische und Kugelfische. Das ist natürlich dumm, wenn die gleichzeitig da auftreten. Naja, wir machen erstmal hier so ein bisschen Holz. Schwarzeichenholz. Das ist jetzt Fichte. Dieses Haus ist aus Fichte, sag ich mal. Ja, okay, danke, danke. Türen kann man machen und so weiter. Wir werden das hier also aus. Das brauche ich auch nicht mehr hier. Wir werden das hier aus. Schwarzeiche machen. Nein, machen wir mal Fenster rein. Oder hier kommt eine Tür rein erstmal. Hier ist eine Tür drin. Hier kommen dann Fenster rein. So, dann kommen hier.
Ja, wir sparen die Ecken mal aus. Dann brauchen wir, haben das so, ist nicht viel Holz auch nicht. Und wir müssen ja noch ein Dach machen. So, da tun wir Fenster hin. Nicht wahr? Machen wir das mal so. Ja, dann sieht das symmetrisch aus. Fenster, das nehmen wir. Wo haben wir denn das Glas? Da haben wir 5 mal Glas. Ist natürlich genau einer zu wenig. Also. Dann nehmen wir da noch ein bisschen. Müssen wir uns noch ein bisschen Glas machen. Und Holzkohle haben wir auch nicht mehr genug. Das ist aber sicherlich kein Problem. So, jetzt gehen wir mal dann hier hoch irgendwie. So, wie gehe ich mal hier hoch? Ich baue mich einfach mal hier mit Sand. Sand nach oben. Oder ich mache das hier im Raum drinne mit Sand. Ich muss ja hier eh ausschachten. Dann können wir hier mal... Hier kommt dann unser Minenabgang, ja. Habe ich schon, wie viel Dinger sollte ich machen? Weiß ich jetzt nicht mehr, wie viel Fackeln. So, hell genug sollte das dann sein, aber wir haben, glaube ich, genug Fackeln gemacht im Laufe der Zeit. So, und dann bauen wir hier einfach das Dach hin. Hier müssen wir nicht unbedingt rausgucken. Huch. Hey, beinahe reingefallen. So, das hätten wir. Tür. Eine Tür aus, nehmen wir mal ruhig Fichte, weil wir da jetzt genug von haben. Moment, wir kriegen noch mal mehrere Türen raus, ne? Da müsste ich doch noch Türen im... Da sind doch noch 2. Hey. Und eine reicht mir ja völlig aus. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Lichten. Und auch hier noch Licht. Hier machen wir mal weg. Hier Licht noch mal hin. Und da oben, dass das alles schön ausgeleuchtet ist. So, das ist okay. Da ist die Tür, da ist unser Beobachtungskanzel. Jetzt noch ein Bett und wir werden wunschlos glücklich. Hier gehen wir unter oder runter und dann sind wir hier unter der Erde. Das ist prima. Dann können wir nämlich hier reinbauen und dann kommen wir in unseren Gang da unten hin. So, jetzt wollten wir noch ein bisschen Glas bauen. Fenster brauchen wir. Ist das richtig? Ja, 16 Fenster. Also da mal noch ein Fenster hin, nicht davon, sondern von denen. Die anderen kommen dann aufs Dach. So, das ist schon mal schön. Die anderen kommen da oben aufs Dach, da muss ich jetzt doch hier raufklettern. Hier in die Ecken rein. Dann sind wir endgültig auch gegen diese Fliegemonster geschützt. Ich weiß nicht, ob die dann hier durch die Ecken vielleicht durchkämen, sonst, wenn sie nicht durchkommen, ist okay. So, das ist schon mal fein. Dann müssten wir hier noch ausleuchten auf dem Dach. Hier
können wir auch ausleuchten. Ach, guck an. Dachte, hier geht das gar nicht drauf. Also wenn wir hier ausleuchten können, dann können wir auch Monster spawnen, oder wie ist das? Also dann machen wir das mal so. Dann gucke ich mal mit F3. Ja, tatsächlich. Also 11 Block. Na, ich weiß nicht, ob sie spawnen. Also vom Lichtlevel könnten sie, aber sie spawnen, glaube ich, doch nicht. Aber sicher ist nur der Tod. So, F3. Und die Sonne geht schon wieder unter. Und ich muss ja irgendwann geschnitten haben, ist der Eingang. Ah, hier. Ich muss ja irgendwann geschnitten haben. Habe ich gar nicht so bewusst gemacht. Ihr werdet das schon gemerkt haben, wann ich geschnitten habe. Ja, zwischen dem ersten und zweiten Tag. Ich sage mal, ich schneide dann, wenn der letzte von diesen Fliegemonstern verstorben ist, so und oder gefallen ist oder wie auch immer. Und wir können jetzt mal hier versuchen, mit Erde. Das brauche ich alles nicht. Die Türen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Wo ist denn die Erde geblieben? Achso, die habe ich ja alle verbraten. Gut, dann haben wir noch hier, was ist das, abgestorbene Koralle, Bruchstein. Den Bruchstein könnte man noch benutzen, um hier jetzt, da hinten ist ja dann unsere Erde, okay. Also wir haben nur noch zwei. Wir haben noch zwei von den Dingern. Von den Fackeln. Na, ist noch keine da? Nee. Wir haben noch zwei von den Fackeln. Aber es spawnt noch nichts. Ich glaube, die Tür können wir auch dann nachher mal rausnehmen. Was macht der Baum? Der ist noch nicht gewachsen. Okay, das braucht noch seine Zeit. Die wachsen ja nicht so schnell. Ja, wo seid ihr? Kommen heute keine. So, wie weit ist es da bis zu der Ecke? Da muss ich also von hier dann, sagen wir mal, 3 nach vorne und dann nach rechts rüber. Da muss ich aber aufpassen. Da können sie nämlich von oben rein in den Gang. Das heißt, ich werde das vorher dann mal abbauen. Ich nehme hier mal die Erde mit. Und setzen hier lieber dann Sand rein. Weil wir die Erde vielleicht brauchen, um da hinten den alten Gang abzudecken. Das macht... Sie kommt nicht. Was ist passiert? Hi! Die Fliegemonster sind nicht mehr da. Kommen die nicht jede Nacht oder wie ist das? Aha. Ist ja überraschend. Oder weil ich jetzt in einer neuen Version spiele. Kann natürlich sein, aber sie kamen doch eben auch. Zählt das jetzt wieder neu dann? Das alte zählte noch zum alten Minecraft 1.13 und das ist jetzt 1.13.1 und dann zählt er von vorne wieder neu. Kann das sein? Das können wir ja mal theoretisch ausprobieren. Also, dass er wieder von vorne anfängt zu zählen. Ja, ich bin jetzt aber der 1.13.1. Ne? Ja, und dann können wir ja uns erstmal Fackeln machen. Nehme ich jetzt, ich habe nicht mehr so viel. Muss ich jetzt überhaupt noch was braten? Ich meine, Kekse kann ich mir ja so machen. Und Brot kann ich mir so machen. Kekse kann ich mir so machen. Na,
immer noch zwei. Was ist das? Kann auch weg. Also Kekse kann ich mir so machen und Brot. Da brauche ich, ja, die kommen die Nacht echt nicht. Aber jetzt, wenn ich die Tür aufmache, dann kommen sie. Also deswegen lasse ich das mal. So, wir gehen mal hier einfach weiter. Da haben wir ja. Jetzt gehen wir mal da nach rechts. Hier ist, glaube ich. Dann der Weg zum alten Abgang. Kann das sein? Ah, da ist schon mal was. Fackel wieder hin. Erstmal checken vom Lichtlevel. Also das ist Lichtlevel 14, das ist klar. So, was ist denn 13, 12, 11, 10? Also ich brauche nur Lichtlevel besser als 7, aber wenn ich dann aus Sicherheitsgründen die 10 immer haben will, dann ist das völlig okay. Da kommen dann auch keine Monster. Wir machen das mal so. Habe ich da eben was gehört? Nee. Ja, ich wollte dann ja in der Nacht so, also unser Gang ist weiter links rüber. Noch einen. Unser Treppenabgang. Ja, hier ist er. Wunderbar. Da können wir also hier so runtergehen. Könnten das eigentlich wieder zufüllen. Verfüllen. Mal gucken, wo sind wir hier? Können das wieder verfüllen hier? Ja. Kann hier auch keiner reinfallen, nicht wahr? Verfüllen wir das mal. Huch. So. Dann brauche ich auch kein Licht mehr hier. Das ist der Grund, weswegen ich das hauptsächlich mache. Dann spare ich ein bisschen was. So. Dann werden wir also hier alles schön verfüllen, nach und nach. Anfangs sollten wir vielleicht doch noch das Licht da haben. Hier so ein Licht noch hin machen am Anfang. Hier könnte man eine schöne Lichtquelle hier in die Stufe machen. Dann passt das. So, wie sieht das hier aus? Immer noch 6. Hier könnte man dann, ja, ich musste irgendwie das mal geschickt zubauen, dann brauchen wir vielleicht dann doch Sand oder Felsen oder was. Um das dann noch zuzumachen, dann können wir ja hier erstmal weiterbauen. Hier immer noch Spitzhacken, hier geht es weiter runter. Steinhacke wäre ja auch mal was Feines. Da ist schon Stein. Was ist das für ein Stein? Kann man hier mit F3 auch Looking At machen. Wir sind jetzt im warmen Ozean. Was steht das mit dem Block hier? Ich sehe das jetzt gar nicht. Hier siehst du so viel Information. Minecraft Stone, da steht es rechts. Andesit ist das. Ah, okay.